danke für Ihre Hilfe. Sie sollten bei Manny vorbeischauen, unserem Koordinator. Oben im blauen Raum. Und kommen Sie wieder, wenn Sie mal technische Hilfe brauchen. Das sind Sie. Willkommen in DC. Ich bin Manny, der Funker. Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Stellen Sie sich bei ihr vor. Wenn wer weiß, wie man die Systeme online bringt, dann sie. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Ach übrigens, Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können. Wir können Ihnen etwas Neues beibringen. Welche Fertigkeit interessiert Sie? Die Theatersiedlung liegt östlich von hier. Vermutlich werden Sie unterwegs Ärger bekommen. Sie sollten Block für Block vorgehen, aber Sie machen das schon.
Abholung bereit. Schnäppchen gefällig. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Agent, wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Dort wird die Division angegriffen und sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los. Hi. Und ich dachte, Büroarbeit. Die Viertel, die sie durchqueren, sind Hyena-Gebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Spaß töten. Und was sie nicht stehlen können, zerstören sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen sie also, ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Stirb, du Victor! Da bist du noch anschleichen! Nicht jetzt! Hab ich dich! Elektronisches Gerät erkannt. Jetzt? Warte, Sie sind noch zu weit verteilt. Das wird so verdammt gut. Nicht, wenn Sie uns vorher bemerken. Bleib mit dem Kopf unten. Sieh dir diese Idioten an. Keine Ahnung, was auf Sie zukommt. Das ist ja gerade der Plan. Nimm den verfluchten Kopf runter. Worauf wartest du? Die sind noch nicht mal bewaffnet. Das wird voll die fette Piñata-Party. Wenn du Süßigkeiten erwartest, muss ich dich enttäuschen. Der Süßkram ist egal. Wirklich witzig ist, wie er überall rumfliegt, wenn man so richtig auf die Piñata eindrischt. Ich glaube, ich werde nicht enttäuscht sein.
Seite! Gleich hört's laut! Hab wen im Visier! Echo entdeckt. Ich muss zurück an die Arbeit. Danke für den Film, Manny. Klar doch, Tio. Kommst du zum Essen? Heute nicht. Ich treffe mich mit Kumpels der Nationalgarde. Die haben Angst, dass wir wegen der Quarantäne nach New York müssen. Okay. Es ist wirklich ernst. Das ist nichts. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache. Wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollargrippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Na, du hast es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Portemonnaie. Ja, zwing uns nicht, dir weh zu tun. Vergiss es. Hättest es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe! Kann wer helfen? Ruf den Notarzt! Wir brauchen Hilfe! Bitte! Bleib bei mir, Tio! Das ist die Theatersiedlung. Hier hat Odessa Sawyer das Sagen. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Willkommen! Tragbares Gerät erkannt. Sicherlich, warum ich dies hinterlasse. Vielleicht habe ich das Bedürfnis zu gestehen. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe nichts getan, auf das ich nicht stolz wäre, also brauche ich auch keine Absolution und am wenigsten von euch. Vielleicht ist mir langweilig.
Es ist schwer, allen immer einen Schritt voraus zu sein. Und vielleicht will ich euch einfach nur ein bisschen unter die Arme greifen, damit die Sache spannend bleibt. Aber das ist natürlich etwas, was nur die Schurken in Filmen machen. Ich habe nichts dagegen, meinen Vorteil auszubauen. Vielleicht will ich aber auch nur, dass ihr euch im Kreis dreht. Überlegt mal. Gibt es subtile Widersprüche in dem, was ich euch erzählt habe? Ist es schwer herauszufinden, was ich zu sagen versuche? Vielleicht ist das der Punkt. Oder aber vielleicht auch nicht. Elektronisches Gerät erkannt. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Ich hätte mitgehen sollen. Aber ich würde sie nur aufhalten. Ich weiß, dass Sie Ihre eigenen Probleme haben. Aber diese verfluchten Hyänas nahmen mir mein kleines Mädchen. Um mich zu kriegen. Wenn Sie mir helfen, stehe ich in Ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schulden immer. Tragbares Gerät erkannt. Elektronisches Gerät erkannt.